Spieltag 39 der deutschen Eishockeyliga. In Wolfsburg empfangen die Grizzlies das Team von Hans Kossmann, die Eisbären aus Berlin. Er hat die Playoffs schon abgehakt, seine Mannschaft will aber zeigen, was in ihr steckt. Man kämpft um Verträge. Die Eisbären, die Gäste, aber sind die bessere Mannschaft. Trotzdem haben die Grizzlies die erste hervorragende Chance. Hörtler vertändelt die Scheibe. Dann schaltet Mahacek blitzschnell und Spar stößt in den freien Raum, bringt die Scheibe allerdings nicht über die Linie. Am Ende des Drittels auch die Eisbären existent auf dem Eis und mit einer guten Gelegenheit, aber auch die verstreicht ungenutzt. Marcel Nöbels vor dem gegnerischen Kasten, Beckmann arbeitet nach, aber der Puck kommt aus der Gefahrenzone heraus. Die anschließende Überzahl bringt nichts, aber Wolfsburg dann wieder mit einem Mann mehr auf dem Eis und unterwegs mit Daniel Spar. Im ersten Drittel, da hat es noch nicht zum Jubel gereicht, im zweiten schon. Zu viel Platz, gutes Auge, klasse Schuss, keine Chance für Kevin Boulin, den ansonsten starken Keeper der Eisbären. Stéphane Richer motiviert, motzt auch manchmal, ist nicht glücklich mit dem 0-1-Rückstand. Und die Grizzlies, sie werden im Mittelabschnitt immer mehr zur besseren, zur effektiveren Mannschaft. Und jubeln ein zweites Mal. Aus der Ecke kam der Puck. Aber Sebastian Furchner zeigt schon an, ich war da gar nicht mehr dran. Das war er, Cole Castles. Der spielt nämlich die Scheibe vor den Kasten und Poulin ist mit dem Schläger dran. Also Castles, der Torschütze. Und dann die Eisbären. Nochmal, kurz vor Ende mit Backman. Ein Traumding, raus aus dem eigenen Drittel, der Alleingang für den Top-Torjäger des letzten Jahres. Aber auch diese Chance verstreicht ungenutzt. Hans Kossmann mit einem Lächeln, selten gesehen in dieser Saison in der deutschen Eishockey-Liga. Er weiß, seine Mannschaft ist drauf und dran, endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Und die Grizzlies arbeiten weiter, bringen die Chance irgendwie vor den Kasten. Und dann Daniel Spar, zweiter Treffer. Im Glück natürlich ein bisschen an den Innenpfosten und dann rein. Poulin geschlagen, 3-0 für die Grizzlies aus Wolfsburg. Trotzdem geht der Kampf weiter. Und der Beginn für die Eisbären mit diesem Penalty. Nach dem Foul hat McQueen die Chance, scheitert aber am insgesamt überragenden David Leggio zwischen den Pfosten. Keine Chance, diese Scheibe reinzumachen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, denn die Eisbären drücken. Je länger dieses Drittel dauert, bekommen die Chance, bringen die Scheibe vors Tor und irgendwann ist sie drin. Und die Unparteiischen, sie gucken sich die Szene noch mal genau an, im Videobeweis. Aber keine Behinderung des Torhüters, Scheibe nicht komplett verdeckt. Deshalb, Achtung, nicht Nöbel, sondern hier Backman als Torschütze gesetzt. Der Anschlusstreffer ist gemacht und die Eisbären drücken weiter. Noch knapp 3 Minuten. Im Powerplay sind sie unterwegs. Bringt die Scheibe aufs Tor von Dupont. Und dann schlägt sie ein hinter Leggio. Allerdings war es nicht Dupont, der gut natürlich den Abschluss sucht, sondern es war Ranke, der als letzter Eisbär die Scheibe berührte und den Puck ins Tor bringt. Unsichtbar für einen Moment für Leggio, der zwar noch reagiert, aber dann alles in allem keine Chance hat. So, jetzt ist das Tor leer. Poulin ist raus. Und die Grizzlies bekommen die Chance. Furchtner ist auf dem Weg. Macht den Empty Netter. 4-2. Der Endstand in der Partie. Pohl mit der Vorarbeit. Und dann zieht Furchtner auf und davon und trifft zum 4-2. Wir sind gut zurückgekommen, hatten große Chancen noch zum 3-3 Ausgleich. Haben es leider nicht gemacht, kriegen dann das 4-2. Aber alles in allem, wir haben gekämpft, wir haben gearbeitet, aber der Puck geht nicht in unsere Richtung. Es bringt aber auch nichts, wenn wir den Kopf hängen lassen. Jetzt, wir müssen weiter arbeiten, erhobenen Hauptes hier rausgehen und sehen, dass wir am Freitag die Punkte holen. One game at a time right now. Like I said, it's been a tough stretch, so we'll enjoy this one. Spend next week getting prepared and same two teams next weekend, so we know what to expect and we gotta have two really good games. Die Eisbären kassieren Niederlage Nummer 4 in Folge, trotz tollen Kampfs. Und die Grizzlies und Hans Kossmann, tja, die haben was zu feiern. Gewinnen 4-2 im kleinen Derby gegen die Eisbären Berlin.